Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche und die beginnt ja immer bei uns mit einer freien Themennacht, also mit einer offenen Talkradio-Sendung. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Mein erster Anrufer, das ist der Thomas. Thomas ist 40, guten Morgen. Hallo, hier ist der Thomas. Ja, hallo Thomas, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, also ich bin, wie soll ich sagen, verheiratet, ein Kind, acht Jahre, meine Tochter war Mona und meine Frau. Ja. Ich habe vor, ja, wie soll ich sagen, meine Frau will sich von mir trennen. Ich habe es an ihrem Geburtstag erfahren, vor acht Tagen. Vor acht Tagen? Mhm. An ihrem Geburtstag? An ihrem Geburtstag. Wie kommt es, dass sie dir das gerade an ihrem Geburtstag sagt? Sie hat es mir nicht an ihrem Geburtstag gesagt. Sondern? Freunde haben mich darauf hingewiesen. Ach. Freunde, die mir sehr viel am Herzen liegen, die jetzt in dieser schlimmen Zeit einfach zu mir stehen. Also das sind Freunde, die haben das mitbekommen von deiner Frau, dass sie sich trennen möchte und die haben dir das an ihrem Geburtstag gesagt? Auch nicht so wortwörtlich. Die haben zu mir gesagt, ja, Thomas, pass auf zwei Menschen auf, die dir ganz besonders nahe stehen. Hm? Ja, das sind aber kryptische Äußerungen, da würde ich aber zusammenschrecken. Habe ich mir dann auch gedacht. Sogar im Rahmen einer Geburtstagsfeier haben die das gesagt? Das sind Menschen gewesen, wir waren in einem Partykeller, meine Frau ist 45 geworden an diesem Tag. Ja. Die haben mir jetzt im Nachhinein gesagt, die kamen rein. Wenn man als Mensch in so einen Raum reinkommt, man nimmt die Witterung auf, sag ich mal, man nimmt Gefühle auf und sagt dann auch, mein Gott, wo sind wir denn hier? Wer macht denn hier mit wem rum? Wer knutscht denn hier mit wem? Wer ist denn mit welchem? Jetzt erzähl mir mal richtig, was los ist. Also die haben da irgendwelche Äußerungen gemacht vor acht Tagen am Geburtstag deiner Frau. Hast du mittlerweile mit deiner Frau gesprochen? Ja, ich habe... Was genau ist los? Ich hab meine Frau angesprochen gehabt. Ich habe erst noch eine Freundin angesprochen. Sag ich, ey Mann, läuft da irgendwas mit dem Eddie und meiner Frau? Ich habe sie rausgeholt gehabt aus dem Zimmer. Wer ist Eddie? Eddie ist der Grund oder der... Also ein Freund der Familie oder... Nachbar. Nachbar. So, sag mir genau, was deine Frau gesagt hat. Die hat 5,5 Stunden nichts gesagt. Wir saßen nachher nachdem die Feier zu Ende war. Ich hatte erst die Freundin gefragt, hey, ist da was zwischen meiner Frau und dem Eddie? 10 Sekunden nichts, ja. Das ja schon schlimm genug ist, wenn das über Dritte rauskommt. Ja. Dann hast du deine Frau noch am Geburtstag angesprochen? Ja. Ja. Dann hat die 5 Stunden nichts gesagt? Wir saßen da mit 4 Mann, der Typ, ich, Entschuldigung, normalerweise nennt man sich immer zuletzt, meine Frau und eine Freundin, eine gute Freundin von ihr, die das von vorher wusste. Die hat dann versucht, entscheide dich doch, sag doch irgendwas. Jetzt läuft das schon so lange, entscheide dich doch. Das war quasi ein Gruppengespräch. Ja, ein Gruppengespräch. Komm, jetzt machen wir mal ein bisschen, verkürzen das Ganze mal, da müssen wir es verstehen. Da ist also vor acht Tagen wirklich was sehr Seltsames und Schlimmes für dich passiert, während dieser Geburtstagsfeier. Nun sind aber 8 Tage vergangen. Welche Position hat deine Frau? Das heißt, sie hat einen Typ. Meine Frau hat einen Typ. Der heißt Eddie. Wie lange läuft das schon mit dem Eddie? Es sollen ein paar Monate sein. Jetzt mittlerweile ist er 3 Wochen, sollen sich die Liebe gestanden haben. Also da ist richtig Liebe im Spiel, ist nicht eine reine Sexaffäre. Sex soll da gar nicht gewesen sein. Da soll nur Liebe sein. Schmetterlinge im Bauch, da ist egal, was zwischen uns gewesen ist. Ja. Kind ist egal. Und Das Kind mag ja den Eddie. Das ist doch toll, das freut meine Frau. Ja. Ist es denn jetzt so weit gediehen bei den beiden, dass sie wirklich in Aussicht stellt, dass sie weg will von dir? Ja, ja. Das hat sie so formuliert? Ja. Weil sie dich auch nicht mehr liebt? Die Möglichkeit nicht besteht, mich mehr lieben zu können, dass wir nicht versuchen können. Oh, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Formulierung. Es besteht nicht mehr die Möglichkeit, dich lieben zu können. Mhm. Super. Nicht den Versuch zu begehen. Da drüben sind Drogen im Spiel, also es wird Gras geraucht von seiner Tochter, von seiner Frau. Der zukünftige Schwiegersohn hat mit so einem Zeug zu tun. Das habe ich auch erst später erfahren. Es ist auch eine sichere Quelle. Ja, das sind natürlich Sachen, die greift man dann immer auf. Entscheidend ist jetzt erstmal, was deine Frau fühlt. Deine Frau scheint verliebt zu sein. Ja. Stark sogar.
wir haben heute unser Konto klar gemacht. Mhm. Und jetzt geht es ja eigentlich nur noch um technische Dinge, sag ich mal. Also so weit ist es schon. Es ist im Prinzip ganz klar, sie geht. Ja, ja. Wann geht sie? Ich bin sowas von ruhig. Ich versuche das alles vernünftig zu klären. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich habe keinen zusammengeschlagen. Ich habe meiner Frau nicht wehgetan. Niemanden. Ich bin sowas von ruhig. Ich kenne mich selber nicht. Thomas, wann will sie gehen? Ich werde wohl gehen, denke ich mal in Anführungszeichen. Ich bin auf der Suche nach einer Wohnung, ja, weil ich denke an meine Tochter. Irgendwie muss das hier alles ihre Wege gehen. Ich versuche das irgendwie geregelt zu bringen. Das heißt, wenn an diesem Geburtstag, ich halte nochmal fest, erst 8 Tage her ist, wenn da die Nachbarn oder die Leute da nicht geredet hätten, dann wäre das heute immer noch nicht raus? Wäre möglich, ja. Hast du nicht einen irren Zorn auch auf deine Frau? Ja. Aber hallo. Da muss doch schon ganz lange irgendwas bei ihr an Frust, was eure Beziehung anbelangt, gewesen sein. Und die hat nicht den Mund aufgemacht. Ja. Dann hat sie sich eingelassen auf einen anderen Kerl und sie hat nicht den Mund aufgemacht. Ja. Und da müssen dann auch noch andere Leute kommen und es dir sagen. Und dann macht sie immer noch nicht den Mund auf, wie du es mir gerade erzählt hast. Ja, ja. Verstehe ich. Was ich an deiner Stelle wäre ich auch unfassbar verletzt und sauer. Und das ist ja traumatisch, was dir da gerade passiert. Deine ganze Familie bricht dir ja weg. Ich habe einen Job. Ich habe seit dem 1.11. habe ich einen neuen Job. Ich stürze mich sowas in die Arbeit. Das ist Wahnsinn. Ich mache meinen Job sowas von toll, das gibt's gar nicht. Meine Kunden sind mit mir zufrieden, wo ich arbeite. Ja. Mein Chef ist mit mir zufrieden, ich habe meinen Chef informiert. Ist ja schon mal gut. Nicht, dass es wäre noch schlimm, wenn das jetzt auf deinen Beruf auch noch abfärben würde. Ich möchte noch mal eine ganz klarstellende Frage formulieren zu deiner Frau und zu eurer Beziehung. Für sie ist das definitiv, dass sie gehen will oder dass du gehen sollst, dass ihr euch trennt. Da gibt es von ihrer Seite aus keine Hoffnung. Sie hat eine klare Entscheidung getroffen. Ja. Und so schnell. Hat sie denn mal erklärt, was ihr an dir und an eurer Beziehung nicht gefallen hat zum Schluss? Dass wir nicht miteinander geredet haben. Wenn Probleme gewesen sind, hätten wir nicht miteinander geredet, in Anführungszeichen. Hast du das auch so empfunden? Eigentlich nicht. Ich habe vielleicht nicht, sagen wir mal, verstanden, wenn meine Frau mit mir reden wollte. Sage ich mal, das war mein Fehler vielleicht, dass ich nicht genau genug zugehört habe oder sie auch nicht mit mir sagen wollte, hey, wir haben ein Problem, lass uns mal darüber reden. Hat sie das denn schon öfters mal in den letzten Monaten kritisiert? Nein. Nein. Also vielleicht liegt wirklich bei beiden ein kolossaler Fehler. Vielleicht hast du nicht richtig geredet, das kann ja sein, aber sie hat es aber auch nicht eingefordert, wenn sie das Bedürfnis hatte. Ich denke mal, wenn man nicht weiß, dass man Fehler macht, kann man... Ich sag's mal so, kann man jemanden dafür bestrafen oder man sagt jemandem, hey, du machst was falsch, hör zu, lass uns was ändern. Hier läuft was aus dem Ruder. Ich habe immer versucht, ich habe jetzt viel meine Arbeit gewechselt, durch Stellenkündigung, sage ich jetzt mal so, und ich habe immer versucht, meine Familie glücklich zu halten. Essen, Trinken, Spaß, Freunde. Ja. Ich habe meinen wirklichen Stress und Nervenprobleme, die ich in diesem Zusammenhang hatte, sage ich jetzt mal, die nervlichen, nicht Nerven. Ja, das heißt, dein Lebenskonzept, so wie du es geführt hast, ist jetzt auch zu Bruch gegangen. Ja. Und das ist natürlich... Immer versucht, meine Familie glücklich zu halten. Wie war das denn in der letzten Zeit, in den letzten Monaten oder vielleicht Jahren sexuell zwischen dir und deiner Frau? Ist in den letzten Monaten schlimmer geworden. Was heißt schlimmer? Also weniger? Schlechter. Also weniger geworden. Meine Frau ging es nicht gut, die hat halt Schmerzen gehabt. Dann, ich sag mal so, dann stehen die Sterne nicht günstig. Ach, ich bin nicht gewaschen, ich möchte jetzt nicht, auch ein ungünstiger Zeitpunkt, wir müssen gleich weg, unser Kind könnte hier aufwachen. Und so weiter. Habe ich mir nie so intensiv Gedanken drum gemacht. Habe ich Verständnis für gezeigt. Ich habe einfach nicht zugehört, das war wohl mein Fehler. Wahrscheinlich. Also ich finde jetzt in der Situation ist wirklich das alleroberste Gebot, dass du die Nerven behältst. Ich weiß, du musst das auch für das Kind tun. Das Schlimme ist, ich behalte sowas von den Nerven, das gibt's nicht. Ich tue keiner Menschenseele was. Ich denke nur an meine Tochter. Ich habe mit dem Kinderarzt gesprochen. Wo kriege ich Kontakte her? Was muss ich machen? Aber in dir brodelt die Wut. Ja. Das wäre natürlich gut, wenn du jemanden hättest, wo du auch mal die Wut rauslassen kannst. Soll ich jemanden zusammenschlagen? Nee, so meine ich es ja nicht. Hast du einen guten Freund, mit dem du richtig reden kannst? Ich kann mit einem guten Freund reden. Ja, das ist schon mal viel wert. Das ist viel wert. Das Wichtigste ist, glaube ich, das ist... Natürlich leichter gesagt als getan, dass man in so einer verletzten Situation, wo man so
gedemütigt auch ist und verletzt ist, dass man da bei Sinnen bleibt und die Sache so durchzieht, dass man die hinterher nicht bereut, dass man hinterher sagen kann, okay, die hat mir das und das angetan, aber ich bin da mit erhobenem Haupt rausgekommen. Ich habe mich nicht klein gemacht. Eine Freundin das von mir sagt zu mir, Thomas, ich habe so eine Ehrfurcht vor dir, so eine Ehre von dir, dass du so ruhig bleiben kannst, dass du so viel Verständnis für die ganze Sache hast. Ein Verständnis solltest du nicht haben, aber du solltest schon ruhig bleiben wegen der Sache. Ich merke das aber, wie du das sagst. Ich bin so ruhig, dass da ein ganzer Vulkan brodelt hinter dir. Das höre ich. Das ist wahrscheinlich auch normal. Ich würde gerne dir jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin noch anbieten, weiterführend und auch in Ruhe und in Zeit. Würde ich sehr gerne anbieten. Ja, würde ich dir auch sehr gerne anbieten, Thomas. Behalt bloß die Nerven jetzt, aber versuche dir Ventile, das ist wichtig. Das ist wichtig. Es geht wie folgend. Du legst bitte auf und Sabine, meine Psychologin, ruft dich an und ihr könnt ein bisschen vielleicht über solche Strategien mal nachdenken, was du tun könntest. Alles Gute, mein lieber Thomas. Danke, Dorian. Mach's gut. Tschüss. Danke, liebes Publikum. Danke, tschüss. Ciao. Das war aber nett. Danke, liebes Publikum. Das hat auch noch keiner gesagt. Hier ist Carsten. Carsten ist 34. Morgen, Carsten. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um eine Messerstecherei bzw. einen Angriff, unnötiger Angriff mit Stichverletzung im Hals. Bist du angegriffen worden oder hast du angegriffen? Ich bin angegriffen worden. Du bist angegriffen worden und hast eine Verletzung im Hals bekommen. Genau. Beschreib mal den Hergang. Wann war es denn? Fangen wir mal so an. Das ist jetzt, soweit ich weiß, noch ein Ermittlungsverfahren, was jetzt läuft. Das ist am 30.09. gewesen. Am 30.09. Was genau ist passiert? Und zwar bin ich in Hermann eine Straße hochgefahren, wollte nach Hause, bin vom Angel gekommen. Wir haben schon mal telefoniert zusammen. Früher mal. Da ging es auch um Angeln. Und bin vom Angeln gekommen, wollte nach Hause zu meiner Frau. Und weil sie in Umständen waren, sie sagte, sie hat leichte Wehen, dann habe ich Angeln abgebrochen, bin nach Hause gefahren. Und habe 2 Minuten vor dem Überfall noch mit meiner Frau telefoniert. Sie hat gesagt, ich bin in 2 Minuten da. Weiter weg war das nicht. Um wie viel Uhr war es? Um 2.50 Uhr. 2.48 Uhr habe ich mit ihr telefoniert. Nachmittags? Abends, nachts. Nachts, ah ja. Ich habe in Duisburg angeln und musste dann nach dem Sauerland wieder runter zurück. Ja. Und bin dann so eine Seitenstraße hochgefahren, wollte Richtung Kaserne wieder fahren. Und dann habe ich 3 Personen auf der Straße gesehen, beziehungsweise 2 liefen auf dem Gehweg. Ja. Eine männliche und eine weibliche Person und eine männliche Person lief auf der Straße. Ja. Mit dem Rücken zu mir. Und dann bin ich langsam rangefahren und wusste, dass es war ein Herbsttag hier, so ein Feiertag. Himmelraner Herbsttag hieß das. Und das ist so ein Herbstfest. Und ich wusste, da laufen etliche betrunkene, angeheiterte Leute auf der Straße schon mal rum oder so rum. Da habe ich ein bisschen Abstand gehalten und die junge Frau, die hat das gesehen, dass ich von hinten rangefahren kam und auch Abstand gehalten habe. Und dann hat sie ihn darauf aufmerksam gemacht. Er hat nur abgewunken. Dann wollte sie ihn von der Straße ziehen. Dann hat er sie brutal beiseite geschubst und hat mir dann mit einmal beide Hände hoch, aber hat mich die ganze Zeit nicht angeguckt. Wie beide Hände hoch? Beide Hände hoch gemacht und Mittelfinger gezeigt. Ja. Über die Schulter drüber weg. Dir hat er den Mittelfinger gezeigt? So, in meine Richtung. In deine Richtung, ja. So, und dann denke ich, du kannst mich doch mal und wollte links dran vorbeifahren. Ja, bin langsam mal vorbeigefahren und habe vor mein Auto getreten. Einfach so, just for fun. Vorne rechts am Kotflügel. Und dann hatte ich einen Sonnendach auf und sag immer, Olle, mach's halt nochmal steil hier aus. Weil das Auto habe ich mir erst gekauft mit meiner Frau. So ein BMW kostet Schweinemoos. Ja, und dann? Ich sag, so ein BMW kostet... Ja, ich hab's verstanden. Und dann wollte ich weiterfahren, weil ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen wollte. Ich denke, komm, lass sein, weil sie zu dritt waren. Und dann mit einmal knallt es hinten, da hat er mir vor der Heckscheibe gekloppt. Aber dann bist du sehr langsam weitergefahren. Ja, ich bin ganz vorsichtig weitergefahren. Weil links war die Frau. Ach so. Und rechts war er. Ja. Und dann? Habe ich wieder angefahren und während ich angefahren habe, hat er mir dann hinten vor der Heckscheibe gekloppt und irgendwie hat noch was gebollert hinten. Und dann habe ich rechts angehalten, habe geguckt und dann kam er schon in dem Moment auf mich drauf zugestürmt und hat mir einmal rechts die Hand gehoben.
Also warst du aus dem Auto ausgestiegen? Ja, ich habe geguckt, ob hinten irgendwas dran ist. Nein, weil, wie gesagt, das Auto war neu. Ja. Was hat er gemacht? Er hat deine Hand gehoben? Nee, er ist auf mich zugerannt gekommen. Ja. Mit einem ziemlich breiter Brust so auf mich zugerannt gekommen. Ja. Und hat geschrien, was willst du? Mhm. Und hat dann mit einmal die rechte Hand gehoben. Mhm. Seine rechte Hand. Mhm. Als wenn er so nach mir schlagen wollte. Mhm. Okay, mach's mal ein bisschen kompakter. Was passierte dann? Ja, dann habe ich dadurch, dass ich Kampfsport damals gemacht habe, bin ich in Abwehrreaktion gegangen, so Abwehrhaltung und wollte abblocken und habe ihm dann gleichzeitig so einen Stoß verpasst, eine Ohrpfeife, Gesamtstoß gleichzeitig, um von ihm loszukommen. Und in dem Moment dreht er sich weg und haut mir so ein Faustmesser ins Hals. Also das ist ein Faustmesser, sieht aus wie ein Korkenzieher. Ach, ein Faustmesser. Ich habe jetzt die Faust verstanden. Nee, Faustmesser. Ein Faustmesser hat er dir wohin gehauen? Im Hals rein. In den Hals rein. 0,06 mm von Halsschlag rein. Was heißt Faustmesser? Wie groß ist das? Wie groß kann ich nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, die Polizei hat mir so ein Foto gezeigt. Und das sieht aus wie ein Korkenzieher. Ja. Und das verschwindet also komplett in der Faust. Ach so. Ich verstehe. Und diesen Griff nicht. Mhm. Und dann hast du ungefähr so zwischen 5 und 10 Zentimeter eine lange Klinge rausgucken. Zwischen Ringfinger und dem Mittelfinger. Ah ja. Kommt nur so eine Klinge raus. Das heißt, du musst in dem Moment dann einen Höllenschmerz oder Schock oder Schreck gehabt haben. Ein Schmerz gar nicht. Hast du es denn realisiert, dass du da ein Messer... Also ich habe nur so einen dumpfen Stoß und Knall gemerkt am Hals. Sind die dann... Das war kein Faustschlag. Ich habe gemerkt, dass es kein Faustschlag war. Ja. Sind die, oder ist der dann direkt abgehauen? Nee, im Gegenteil. Dann war wie das Blut ist rausgespritzt und dann habe ich habe nur so einen roten Strahl gesehen und dann mit einmal, wie es ganz heiß wurde an der Brust und wie das alles so runterlief. Und dann habe ich nur die Hand dann, ich weiß nicht warum, die Hand einfach am Hals und abgedrückt. Ich habe gedacht, du bleibst tot. Ich bin davon ausgegangen, weil das alles spritzt, weil das war die Halsschlagader. Wie lange hat denn diese bedrohliche Situation gedauert, bis dann irgendwann irgendjemand die Polizei benachrichten konnte? Von da an nochmal 4 Minuten ungefähr. Hat er dich dann nochmal angegriffen? Ja, das ist ja nicht alles. Ich bin dann um mein Auto rumgerannt, hab gesagt, du hast mich am Hals, hau ab, lass mich in Ruhe. Und bin dann ins Auto reingeflüchtet. Ja. Und dann hat er versucht, dadurch, dass ich das Sonnendach noch auf hatte, hat er versucht, über das Sonnendach in mein Auto immer reinzugreifen und nach mir zu kloppen und zu haken und zu greifen. Ja. Konntest du fliehen? Na, ich habe versucht, das Auto anzumachen, und es ist mir immer wieder abgesoffen. Ja. So, und in dem Moment habe ich links neben mir so ein Taxi gesehen. Da hat er dann kurz vom Auto abgelassen und hat mir dann hinten die Heckscheibe eingekloppt und wollte über die Heckscheibe hinten an mich dran. Gott, was für eine Situation, das ist ja unglaublich. Dann bin ich ausgestiegen, geistesgegenwärtig in Richtung Taxi gerannt. Wie gesagt, ich halte die Hand immer noch am Hals. Und dann, war das die Rettung, das Taxi? Im ersten Moment ja, und dann hat er aber realisiert, dass ich am Taxi stehe und ist auch wieder auf mich zugerannt. Boah. Da bin ich nur noch die Hauptstraße oder diesen Weg hochgerannt und immer hinterher. Und da hat der Taxifahrer das ja nicht gesehen, was da los ist? Doch, der hat dann in dem Moment, wie er auf mich zugerannt kam, sagte, ich rufe die Polizei. Das war eine Taxifahrerin. Und die hat das dann auch getan? Ja, Polizei gerufen und gleichzeitig einen Notarzt. Ja. So, und dann hat, und wie gesagt... Als die Polizei kam, war der noch da? Ja, der ist dann unglücklicherweise von einer anderen Frau vors Auto gerannt. Ach so. Mit welchen Folgen? Für ihn gar nicht. Der ist halt davon gekommen. Achso, der ist halt davon gekommen. So, und du hattest eine Horrornacht hinter dir. Ja. Die Verletzungen waren hoffentlich nicht so dramatisch, dass du nicht zu lange im Krankenhaus bleiben musstest? Nein, so lange nicht. Aber ich war mehrfach im Krankenhaus. Ja. Dadurch, dass ich dann immer mehr Probleme gekriegt habe, ist klar, dadurch, dass sie es genäht haben, ist innen drin ein Bluterguss entstanden. Ja. Wie geht's dir heute? Relativ. Einigermaßen, ich habe schmerzfrei, diesen Nervschmerz habe ich nicht mehr. So, das Verfahren läuft, sagst du. Na klar, ist es ja auch gar Verfahren nicht. Läuft. Ja. Das ist ja eine krasse Geschichte. Ja, danke. So eine Sache, die jedem von uns irgendwie passieren kann. Ja, würde ich so sagen. Weißt du irgendwas über den Täter? Das ist ja nicht alles, Domian. Weißt du irgendwas über den Täter? Na, gar nichts, ich kenne ihn gar nicht. Ich bin hier oben neu zugezogen. Ich war damals, wie wir das erste Mal telefoniert haben, habe ich ja damals noch in Castrop-Rauxel gewohnt. Ja. Und bin danach mit einer anderen Frau gewesen, bin geschieden. Ja. Ne, und dann... Also, jetzt hoffen wir, dass der Typ eine ordentliche Strafe bekommt. Ja, hoffe ich auch. Weil der ist ja
Insofern bin ich geschädigt, meine Frau ist geschädigt, die hat Wehle gekriegt. Mhm. Die ist am Unfallort noch zusammengebrochen. Ich meine, man muss ja so eine. Ja, aber die war nicht dabei. Nee, die ist zu mir hingekommen, Ach weil so. Ich nur noch Notruf absenden konnte. Mhm. Mhm. Man muss ja auch so einen Schock verarbeiten. Das ist ja. Das ich habe dafür noch keine Zeit gehabt. Das glaube ich. Weil meine Frau hat den Bunden. Ich habe danach nochmal Blinddarm-Akuten gehabt. Ach so. Mhm. Und noch einen Umzug. Mhm. Oder in der kurzen Zeit jetzt. Mhm. Mhm. Würde ich dir an deiner Stelle, also das ist schon ziemlich heftig, was da passiert ist, finde ich. Würde ich dir schon raten, dass du da dir zumindest für ein, zwei, drei Mal dich mal in fachkundige Hände begeben solltest. Ich war schon einmal. Ja. Aber dadurch, dass ich selber mehrfach wieder ins Krankenhaus musste, meine Frau im Krankenhaus war und danach ich wieder im Krankenhaus war, ist das wieder im Sande verlaufen. Dann kam der Umzug. Ja. Hast du denn, das heißt, du hast eine entsprechend gute Anlaufstelle oder sollen wir dir vielleicht noch eine Ich habe mittlerweile eine. Du hast eine, ja. Opferring, Opferschutz, beziehungsweise dieser weiße Ring, der hat mir dazu viel geholfen. Ja, da bist du in guten Händen, ja. Also Carsten, ich würde dir wirklich raten, das nochmal in Anspruch zu nehmen. Das sitzt tief, das war ja nun elementare Todesangst auch, die du da ausgestanden hast. Ja, ich soll ja jetzt zur Kur weg. Mhm. Jetzt kommt noch ein Gutachten für mich. Ich war heute nochmal in Dortmund in der Spezialstelle, diese städtische Klinik für Neurologie. Mhm. Und der hat das nochmal bestätigt, dass ein Nervenschaden vorliegt. Ah ja, ah ja. Mhm. War anhand meines Auges. Du musst ja so vorstellen, ich sehe aus wie Karl Dall. Mhm. Mit einem Auge. Mhm. Dass ein Auge nicht mehr so mitspielt und also, auch die, halt die Nerven waren im Arm. Ich wünsche gute Besserung. Ich wünsche körperlich richtig gute Besserung, Carsten, und natürlich auch seelisch, psychisch gute Besserung. Und nimm diese Hilfe da in Anspruch. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ja. Und schönen Gruß und alles Liebe an deine Frau und den Nachwuchs. Ja. Da ist alles in Ordnung. Da ist alles besser. Das ist gut, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja. Lieber Carsten, alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. David ist hier. David ist 27 und mein Gast jetzt. Hallo David. Ja, hallo. Hallo David, um was geht's bei dir? Ja, ich wollte eigentlich mal mit dir über meinen Nebenjob reden. Was machst du denn? Ich bin vom Nebenjob her Stripper. Stripper? Ach, ja. Guck. Die Reaktion kennst du wahrscheinlich, ne, wenn du das erzählst. Dass ja, die Leute doch. So lächeln und... Doch. Erzählst? Ja, die lächeln das immer ja? gerne und denken, das wäre vielleicht nicht ernst genommen, zu ernst zu nehmen ist, aber das ist eigentlich schon ein Job wie jeder andere auch. Erzählst du das denn oder hältst du das, ist ja ein bisschen peinlich zu erzählen? Nee, peinlich nicht, nein. Also Leute aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die wissen alle Bescheid. Die wissen Bescheid. Was machst du im Hauptberuf? Hauptberuf bin ich Schlosser. Ach, also ganz das Gegenteil vom Stripper. Ja, ja, ich meine handwerklich, aber ich gehe auch was zu Lieses nach, eben halt von montags bis freitags. Das Klubben findet eben halt nur ab und an mal am Wochenende statt. Ja, wie oft? Ein, zweimal im Monat oder? Ja, das kann ich mir eigentlich aussuchen. So ein, zweimal im Monat, kann aber auch mal sein, dass mal fünf oder zehn ist, je nachdem, was für eine Jahreszeit gerade ist. Ja, arbeitest du für eine Agentur oder bist du selbstständig? So wie als auch, ne? Agenturmäßig und auch selbstständig. Also du annoncierst irgendwie in Zeitungen? Nein, 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 Zeitungen nicht. Das geht entweder über Mundpropaganda oder eben halt das Internet. Durchs Internet. Seit wann machst du das schon? Boah, jetzt glaube ich seit sechs Jahren. Sechs Jahre schon? Und ja. Wie bist du drauf gekommen? Oh ja, ein guter Freund, also jetzt schon ein guter Freund, damals sehr unbekannt, hat mich mal angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, das mal zu machen. Mhm. Ich meinte so, klar, gar kein Thema, mache ich, nur ich kann es nicht. Hab den mal begleitet, hab mir das Ganze mal angeguckt und ich glaube, bin auch da an dem besten geraten, der mir das hätte beibringen können. Wo hast du das denn beim ersten Mal gesehen? In welchem Rahmen hat das stattgefunden, wo dein Freund das gemacht hat? Das war ein Geburtstag, ich glaube so 40, 50 Jahre. Ach so. Da hatte jemand... Da haben so irgendwelche Leute eben halt zusammengeschmissen, haben dann eben einen Stripper gebucht. Und dann ist der eben halt da als deutscher Polizist aufgetreten. Das heißt also, der kam erstmal rein wegen Ruhestörung und hat dann versucht, eben halt die Frau ein bisschen zu veräppeln und auf den Arm zu nehmen. Die haben erst geglaubt, dass er ein Polizist ist? Ja, ja, doch, doch. Das wird dann eben halt auch mit Originalkostüm gemacht und also mit originalen Uniformen gemacht, die man sich dann irgendwo dann auch besorgen kann. Ja. Und dann glauben die Leute das auch. Und so machst du das auch? Ja, ich mach das auch. Sind das hauptsächlich so private Veranstaltungen, auf denen du auftrittst? Ja, doch, doch, das sind eigentlich mehr private Veranstaltungen. Ich stelle mir das so vor, dass irgendwie so ein Frauenkegelabend dich bucht. Zum Beispiel. Die Frauen sind dann wahrscheinlich völlig hysterisch und...
Ja, ich meine, erzähl mal ein bisschen, wenn die Mädels betrunken sind, wissen wir ja alle, dann sind die meistens so außer Rand und Band. Die sind völlig maßlos, ne? Genau, so sieht's nicht aus. Und die haben auch keine Tabus, ne? Ja, so sieht's aus. Ja, also so ein paar Bemerkungen, ein paar Anspielungen, beziehungsweise auch manchmal nähere Anmachen oder sowas. Das glaube ich auch. Das heißt, du legst dann so einen richtig geilen Strip hin. Ja, was heißt geil? Also ich meine, ich persönlich finde meinen Strip jetzt nicht erotisch. Ich nenne das immer Party-Strip. Das heißt also eher was Lustiges, was in die Stimmung aufzulockern. Tanzt du dabei auch? Ja, klar. Du hast auch deine Musik, die wird ja vom Band abgespielt? Also das ist dann schon richtig professionell aufgezogen. Das heißt also, wir Tänzer, die das also in Nordrhein-Westfalen hier so machen oder in Deutschland so machen, die auch buchbar sind, die bei Agenturen laufen, die haben dann ihre selbstgeschnittene Musik. Ach so, das heißt also, die werden dann so 15 Minuten zusammengeschnitten, ja, verschiedene Passagen von Liedern, und die sind dann so drauf zugeschnitten, dass das zum Kostüm passt eben halt. Verstehe, das kann auch sein, dass... Vorspann zum Beispiel als Polizist mit Polizeisirene, mit einem besprochenen Text eben halt von der Polizei, ja, oder eben halt eine Horrormusik, je nachdem, ja, was im Kostüm. Das kann also sein, dass du mitten im Wohnzimmer stehst, genau, auf einem Teppich. Genau, kann aber auch sein, auf einer großen Bühne vor 4.000 bis 5.000 Leuten auch schon passiert. So groß auch, in so einem großen Raum geht das auch. So, und dann bewegst du dich rhythmisch dabei und lässt die Hüllen nacheinander fallen. Ja, genau. Das ist eher so ein kleines Schauspiel auch. Ne? Man spielt auch mit dem Publikum, man spielt auch mit demjenigen, der auf dem Stuhl sitzt. Ne? Also ich arbeite eigentlich nach der Devise, die Person, die auf dem Stuhl sitzt, sollte sich auch wohlfühlen. Das heißt, meistens ist es ein Geschenk. Geschenke sollten immer positiv sein und deswegen auch bloß nicht die Person, die auf dem Stuhl sitzt, lächerlich machen. Also du meinst, was meinst du mit die Person, die auf dem Stuhl sitzt? Zum Beispiel jetzt, man feiert Junggesellenabschied. Ja. Da sollte man sich vorher immer erst die Frage stellen, ob es genau das Richtige ist für die Person. Das heißt, ob die Person auch Spaß dran hat. Ach so. Es gibt Leute, die haben Berührungsängste, es gibt Leute, die sitzen nicht gerne oder stehen nicht gerne im Mittelpunkt. Ach so, das heißt, der Beschenkte, dass der nicht irgendwie peinlich berührt ist, wenn du plötzlich loslegst. Genau so sieht es nicht aus, weil ich meine, die sollen den anderen Leuten auch mit gehobenem Haupt nachher wieder ins Gesicht gucken können. Klar. Es gibt Stripper, die ziehen auf einmal der Frau dann nachher die Bluse aus und sitzt ihnen noch im BH da oder sowas. Oder Sahne ablecken. Sowas macht man im Grunde nicht. Ja. Das machen Leute, die keine Ahnung von dem Job haben. Wie nackt bist du zum Schluss? Im Grunde genommen ganz nackt, aber die letzte Hülle fällt nicht. Das heißt also, man sieht jetzt nicht mein Genitalbereich oder sowas, sondern da ist immer entweder ein Hut oder ein Tuch vor. Ja. Aber den nackten Po sieht man schon. Ja, klar, nackten Po schon. Ja. Aber alles andere möchte man auch im Grunde genommen nicht sehen. Man möchte schon ein bisschen die Illusion bewahren. Sagst du, wenn die Frauen schon ihren fünften Piccolo getrunken haben, wollen die alles sehen. Es gibt natürlich auch Leute, dann schreien die Zugabe, aber darauf habe ich noch nicht eingelassen. Ja. Gibt's denn so Fälle, dass wenn Frauen dann außer Rand und Band sind, dass die dich dann auch begrapschen wollen und dir vielleicht den Hut wegziehen wollen oder so? Ja, die Fahne wegziehen. Ich arbeite mehr mit Fahne. Ja. Die Fahne wegziehen oder sowas. Oder eben halt, dass wenn ich dann eben halt in die Umziehmöglichkeit eben halt flüchte oder zum Umziehen dahin hingehe, dann kommen die meistens hinterher und wollen ja noch ein Gespräch aufzwingen und. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du in all den vielen Jahren sicher auch schon den einen oder anderen, na, vielleicht nicht Heiratsantrag bekommen hast, aber auf jeden Fall ein Angebot, dass man sich mal mit dir trifft, privat. Unmoralische Angebote, die sind eigentlich da so bei jedem Auftritt mal da. Und bist du schon mal auf... ein bisschen durch die Blume durch, ne? Bist du schon mal auf einen eingegangen? Nein, noch gar nicht. Noch kein Mal? Nee, noch gar kein Mal. Ich muss erzählen, also früher habe ich angefangen als oben ohne Kellner in einer bekannten Diskothek hier in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Habe ich nebenbei gearbeitet und da hätte ich es sogar umsonst gemacht. Hauptsache, ich hätte die Nummern von den Mädels bekommen. Ja. Aber mit der Zeit nervt das einfach und dann legt man auch so eine bestimmte Arroganz an den Tag. Mhm. Ja, das ist eben, damit die Leute nicht mehr so viel ansprechen. Hast du eine Freundin? Nein. Also das heißt, du könntest, wenn du wolltest, schon. Aber ich trenne Privates und Geschäftliches. Sehr allein möglich. Aus dem Grund, weil ich auch möchte, dass die Leute eine Folgebuchung machen. Fange ich jetzt mit einer Person irgendwas an, ist nicht mehr gebucht. Sehr geschäftlich. Was kostest du, wenn man dich für einen Abend bucht? Also für einen so einen Trip bucht? Ja, also das fängt ab 165 Euro an. Das ist aber so der Standardpreis, den man bezahlt. Ja. Ne? So, und dann ist noch oben offen. Es kommt von Bundesland zu Bundesland, es ist unterschiedlich, je nachdem, wie das die Verdienstmöglichkeit ist. Zum Beispiel im Süden Deutschlands, da sind die Preise sehr stabil und sehr hoch. Achso, du machst das im Osten vielleicht, wo es mehr Arbeit ist? Ich mache nur Nordrhein-Westfalen, alles andere würde sich nicht lohnen. Achso. Ne? Ich wollte jetzt nur da erzählen, wie das eben halt ist, wenn das so vom weiten Thema ist oder sowas. Wenn was? Wenn von der Weite, von der Entfernung her. Ja. Trittst du auch bei Schwulen auf, in Schwulen? Nein, das mache ich nicht. Machst du nicht? Warum nicht? Weil erstens die Anfragen sind nicht so groß und zweitens, ich muss es nicht tun.
Na, also ich meine, ich kann mir aussuchen, wo ich auftrete. Und da ich nicht irgendwie, ich habe jetzt nichts gegen Schwule oder sowas, ich habe auch aus dem Freundeskreis welche, aber nee, es gibt welche, die lassen sich das aber auch ein bisschen mehr honorieren, indem sie sagen, da muss mal mehr Gage gezahlt werden. Ach so. Ja, also ist nicht so dein Ding. Ich gehe mal davon aus, dass du dann aber doch auch ein sehr knackiger Kerl bist. Sonst würde also das ja nicht funktionieren. Ich denke so, wenn man bucht, also man eben halt durchs Internet geht oder so und dann bucht, dann ist das eben halt so, dass man nach dem Profil geht. Das heißt, man erstmal nach dem Erscheinungsbild. Ja. Das heißt, die Internetpräsenz oder eben halt, wenn man Fotos sieht oder sonstiges, sagt nichts darüber aus, ob der Künstler was kann oder nicht. Nee, das ist klar, aber ich finde, er muss was können, aber er muss natürlich auch gut aussehen. Genau, ne, ich meine, eine Internetseite oder was weiß ich, eine Internetpräsenz oder sonstiges kann jeder und eine Visitenkarte machen kann jeder eigentlich. Beschreib dir mal ein bisschen, wie groß bist du, schwer? Ich bin 1,80 circa und wiege so 82, 83 Kilo. Gut trainiert? Ja, doch, das muss man sein. Das muss man sein. Es gibt Leute, die sind drahtig, können sehr gut tanzen. Es gibt Leute, die sind sehr muskulös, können weniger tanzen. Also es gibt unterschiedliche Arten von Tanzen. Also ist das ein wunderbarer Nebenverdienst zu deiner Schlossertätigkeit? Man kann eigentlich ein bisschen was nebenverdienen. Das heißt also, wenn eine Kellnerin sich da jeden Tag vielleicht den Arsch aufreißt, müsste ich wahrscheinlich zweimal rausgehen. Ne? Also man kann nicht reich davon werden. Ne? Aber es ist eine nette Sache und es macht dir Spaß. Man lernt auch viele Leute kennen. Und es schmeichelt der Eitelkeit. Ne? Ich denke auch. Ja, so bejubelt zu werden, wenn man da nackt steht, ist natürlich nicht schlecht. Ich habe schon andere Tänzer gesehen, die das schon lange machen, die finden den Weg von der Bühne nicht, weil die eben halt immer noch in der Menge baden wollen, obwohl sie schon so alt sind, dass sie hätten aufhören. Ich meine, du bist 27, da geht das ja noch. Ne? Da geht's da noch. Kannst du noch ein paar Jahre ausgehen. Mittlerweile ist das schon so, weil man verliert auch ein bisschen so den sozialen Anhang zu seinen Leuten. Das heißt, wenn meine Freunde feiern gehen, dann bin ich am Arbeiten. Ja. Ne, sowas zum Beispiel. Ich oder eben halt mit Freundin, dass man keine Freundin oder keine Beziehung aufbauen kann. Eben halt aus dem Grund, weil er ziemlich viel Zeit in Anspruch hat. Hast du denn in all den Jahren, du machst das ungefähr 6 Jahre, sagst du, hast du in den ganzen Jahren keine Freundin gehabt? Doch, natürlich. Und wie fand deine Freundin das? Also sie kam am Anfang sehr, sehr gut drauf klar und kam damit zurecht. Im Nachhinein dann eben halt nicht mehr. Dann ist das eben halt so, dass man sagt, hey, mach doch mal ein bisschen weniger. Oder Also aber mehr deshalb, weil du einfach zeitlich eingebunden warst. Genau, weniger, dass sie irgendwie eifersüchtig war. Nee, die Eifersucht war eigentlich nicht da. Die war nicht da. Das war eigentlich in der Hinsicht, war es eigentlich... Ja, du bist ja auch sauber geblieben, ne, wie du gesagt hast. Du bist ja auch völlig sauber geblieben. So. Ne, und das Problem ist jetzt einfach noch, dass da eben halt andere Gründe, private Gründe eben halt dazu gesorgt haben, dass wir uns getrennt haben. Und ich habe mich da in der ersten Zeit überhaupt nicht mehr von erholt, eben halt, habe eben halt sehr darunter gelitten, habe mich dann eben halt auch in der tänzerischen Tätigkeit reingestürzt. Und jetzt mittlerweile ist das alles wieder in Ordnung. Ich lebe mein Single-Leben vollkommen aus. Na, perfekt. Braucht auch keinen Stress machen mehr. David, da wünsche ich weiterhin viel Erfolg, dass du bejubelt und beklatscht wirst. Und vor allem, was ich noch sagen wollte, wenn ich dann mal so am Wochenende unterwegs bin, dann die Strecken sind ja meistens immer länger als der Aufenthalt bei der Show. Ja. Und kann es mal schon sein, dass man mal schon so eine Stunde, eineinhalb Stunden im Auto fährt. Und dann ist es wirklich schon sehr oft gewesen, dass ich dann eben halt 1Live höre, weil 1Live ist dann eben halt den Sender, den ich höre. Und dann sehr oft Domian läuft. Das ist schön, das freut mich. Das lieber David, da wünsche ich viel Erfolg weiterhin. Ich und dir auch, ne? Alles Gute. Ja, gut, bis dann. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, ich überlege gerade, ob David auch dazu gehört hören könnte. Ich glaube, so nun vielleicht nicht. Unser Thema morgen heißt, so wie ich lebt keiner. Ich möchte mit Menschen sprechen, die ganz außergewöhnliche Lebenskonzepte haben, die vielleicht in ungewöhnlichen Lebensgemeinschaften leben, vielleicht eine Dreier- oder eine Vierer-Beziehung haben oder in einer Sklavenkommune leben. Oder da gibt es ja ganz ungewöhnliche Sachen. Oder vielleicht würde ich mich auch gerne mit Leuten unterhalten, die ganz ohne Geld leben. Das gibt es ja auch. Oder die nur nachts leben. Oder die ein ganz bizarres Doppelleben führen. Also unser Thema morgen heißt, so wie ich lebt keiner. Wer sich von euch angesprochen fühlt, da gibt es ja wahrscheinlich eine riesen Vielfalt von Möglichkeiten, dass man ganz abseitig der sogenannten Normalität lebt. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, ich würde mich gerne mit euch unterhalten. Ihr könnt euch anmelden, natürlich über die Mailadresse domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr sind wir erreichbar oder morgen dann natürlich auch während der Sendung. Hier ist Elisa. Elisa ist 32 Jahre alt. Hallo Elisa. Ja, hallo Domian. Um was geht's bei dir, Elisa? Ja, und zwar darum, dass ich seit 14 Jahren in einer Beziehung bin, seit 2,5 Jahren verheiratet.
Und ich hatte vor 6 Jahren eine Affäre, die ein Jahr lang ging. Oh, das waren jetzt viele, viele Jahre. Also du bist lange verheiratet. Du bist du bist lange mit deinem jetzigen Partner zusammen schon. Richtig. Und hattest vor 6 Jahren eine Affäre. Richtig. Ja. Die ging eben halt über ein Jahr. Ja. Und irgendwann habe ich einen Schlussstrich gezogen, weil ich das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte. Ja. Aber ich habe diesen Mann bis heute nicht vergessen. Habe seit 2 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm. Mhm. Also habe auch weder Telefonnummer noch weiß ich, wo er wohnt. Also ich weiß schon den Ortsteil, nur eben halt keine Straße und nichts. Und ich würde eigentlich gerne den Kontakt wieder aufnehmen, weil ich in letzter Zeit wieder an nichts anderes denken kann, außer an ihn. Ja, aber da plagt mich eben halt mein schlechtes Gewissen wegen meinem Ehemann. Wegen des Ehemanns. Richtig. Wie läuft die Ehe? Eigentlich ganz gut. Also wir hatten damals, wo die Affäre angefangen hat, hatten wir schon Schwierigkeiten gehabt. Ja. Und waren eben halt in der Krise gewesen, haben aber auch viel dran gearbeitet und momentan läuft die Ehe gut. Und das ist auch eben halt mein Problem, weil ich drüber nachdenke, warum will ich den anderen sehen, wenn meine Ehe eigentlich sehr gut läuft? Genau diese Frage wollte ich gerade stellen. Richtig. Genau, aber im Ernst, wenn du dich eigentlich wohlfühlst in der Ehe wenn du sagst, ihr habt auch viel dran gearbeitet an der Ehe, was zieht dich dahin? Ich weiß es nicht. Doch, irgendwas ist es. Versuch, der Typ an Mann ist oder... Ist es der Reiz des Fremden, des Neuen, obwohl du ihn ja schon auch kennst, aber... Ja. Genau, vielleicht auch der Reiz des Verbotenen. Genau, also ich sage mal, ich habe kein Interesse an anderen Männern irgendwie. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, mit einem anderen Mann etwas anzufangen. Mhm. Nur eben halt der Reiz an ihm. Ist es eine sexuelle Sehnsucht, die dich treibt? Mhm. Ganz ehrlich. Auch, ja. Eine große sexuelle Sehnsucht? Nein, eine große nicht. Also eher ihn wiederzusehen und... ja, mich mit ihm zu unterhalten und ich weiß auch, worauf das hinauslaufen würde. Das würde natürlich aufs Bett hinauslaufen. Richtig, auf jeden Fall. Weil da schon eine große erotische Spannung zwischen euch immer war. Immer, ja, immer. Auf jeden Fall. Also, weißt du, ob er in festen Händen ist im Moment? Das weiß ich nicht. Also ich habe von einer Arbeitskollegin gehört, dass er angeblich geheiratet hat. Habe aber wiederum von anderen gehört, dass das Quatsch ist und dass der immer noch auf Frauensuche ist und also ich muss sagen, er war schon immer so ein Gigolo gewesen, ja, wo, also ich weiß auch, dass er nicht treu sein kann oder nicht konnte. Also es wäre nie für dich eine Alternative zu deinem Ehemann, oder? Nein. Könntest du dir vorstellen, so in deinen kühnsten Träumen mit ihm vielleicht eine Beziehung zu führen? In meinen kühnsten Träumen schon, ja. In kühnsten Träumen schon. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, meinen Ehemann zu verlassen, also. Habt ihr eigentlich Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Ist es denn sexuell bei euch noch gut? Ja, obwohl nach so vielen Jahren... ist natürlich ein bisschen die Luft raus. Richtig, ja. Richtig. Wie sieht er das denn? Hast du den Eindruck, dass er auch irgendwo so ein bisschen Ermüdungserscheinungen hat? Ja. Hat er auch? Hat er auch, Ach so. Ist beidseitig. Habt ihr drüber gesprochen schon? Haben wir auch drüber gesprochen und er sagt eben halt auch, dass es daran liegt, dass man sich eben halt schon so lange kennt, ja. Dass es nicht an mir liegt und... Ja, ist er denn in diesen ganzen Jahren dir treu gewesen? Mein Ehemann. Ja? Ich gehe mal davon aus, ja. Ja. Also bist du diejenige, die damals ausgeschwenkt ist, du bist die Einzige, also die, er hat es nicht gemacht irgendwann? Nein. Ja. Die Fragestellung ist jetzt, soll ich diesen Typ kontaktieren? Richtig. Oder soll ich es bleiben lassen? Richtig. Du würdest es wahrscheinlich heimlich tun, ne? Ja, natürlich. Mhm. Also ich bin echt innerlich am Kämpfen, weil ich einerseits sage, nein, lass es sein, so gefährlich meine Beziehung oder meine Ehe. Mhm. Aber andererseits reizt mich das dermaßen irgendwie und also, ein bisschen auch. Also was ich gut finde, ist, dass ihr beide darüber gesprochen habt, wie ihr euch in der Ehe, was das Erotische anbelangt, fühlt. Das machen viele Paare nicht. Die leben einfach so vor sich hin und sind irgendwann dann frustriert und entweder schert der eine dann aus oder es wird immer unzufriedener, das Ganze. Mhm. So, ihr habt darüber gesprochen. Ja, wir haben darüber gesprochen. Das heißt, es muss da ja irgendeine Perspektive aufgezeichnet werden. Du bist erst 32 Jahre alt. Wie alt ist dein Mann? 30. So, das geht ja jetzt die nächsten 30 Jahre nicht so weiter. Ihr müsst ja irgendeinen Weg finden. Nehmen wir mal an, ihr wollt wirklich zusammenbleiben. Ja. Wie ihr mit eurer Sexualität umgeht. Da muss irgendeine unkonventionelle Lösung her. Ja, auf jeden Fall. Die muss her. Und das Optimalste ist natürlich, wenn man das schafft, wenn man so viel Souveränität hat, wenn man das ehrlich und offen macht dem anderen gegenüber.
Ich spreche jetzt etwas kryptisch daher. Also wenn man quasi sich zubilligt, das ein oder andere Abenteuer machen zu können. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihm da auch schon Sachen vorgeschlagen und. Ach, hast du schon gemacht? Ja. Und wie hat er darauf reagiert? Ja, eigentlich mehr so ins Lächerliche gezogen. Naja gut, aber immerhin ist das ja, ist es so in es ist Thema, ne? Es kommt so auf die Tagesordnung bei euch. Ja, richtig. Aber diese Sache jetzt mit dem Verflossenen ist eine andere Geschichte. Ich würde es an deiner Stelle nicht heimlich machen, weil du dich einfach zu sehr in Komplikationen begibst. Ja, richtig. Am ersten Tag, wo du es tust, hast du ein schlechtes Gewissen. Auf jeden Fall. Und je mehr du dich und wenn du es einmal angefangen hast, so wie du es mir beschrieben hast, wird die Anziehung so groß sein, dass du es auch immer wieder machst. Ja. Und dass du dich auch ein paar Mal mit ihm triffst. Ganz genau. Und jedes Mal wirst du dich beschissener fühlen. Und jedes Mal stehst du für dich schlechter da. Richtig, das sind auch so meine Gedanken. Und wahrscheinlich wäre es eine wahnsinnige Kränkung und Verletzung für deinen Freund, wenn er das dann irgendwann herausbekäme, dass du gerade mit dem du damals schon mal hattest und was ihm wahrscheinlich damals schon sehr wehgetan hat. Er weiß es nicht. Ach, er weiß es gar nicht. Ich habe ihm nie gebeichtet. Also ich war immer wieder drauf und dran, aber habe es nie übers Herz gebracht, weil ich weiß, ich glaube, also wenn ich ihm das sagen würde, dann wäre er weg. Und das will ich auf gar keinen Fall riskieren, weil wie gesagt, ich liebe meinen Ehemann und... Du liebst deinen Ehemann, das ist ein dicker und wie gewichtiger Satz ist das, finde ich, ein großer Satz. Und das andere ist, du liebst diesen Mann ja nicht, den anderen. Ich weiß es nicht. Also es ist mehr als Verliebtheit oder mehr als Schwärmerei. Auf jeden Fall. Also ich habe schon überlegt, kann man zwei Männer lieben? Ja, man sicher kann man zwei Menschen lieben, aber in dem Moment, wo man es beiden Menschen sagt, wird man in der Regel nicht beide lange lieben dürfen. Richtig. Ja, so funktioniert es ja halt. Natürlich kann man das, aber die Realität sagt, dass es dann immer zu fast immer zu Komplikationen kommt. Das gibt's auch, natürlich, klar, aber... schwierig, Elisa. Ja, schwierig. Aber letztendlich auch irgendwie klar. Ich würde es nicht machen, wenn du einen Ehemann hast, den du liebst. Wenn du sagst, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr solide und gute und hochqualitative Beziehung, die ich mit ihm führe. Sagst du das? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und du ihn sehr respektierst. Ja. Und achtest und magst. Ja. Richtig. Dann würde ich ihn nicht auf, würde ich die ganze Sache nicht aufs Spiel setzen, wegen so einem Feuerwerk, was da vielleicht irgendwie aufflackern könnte. Richtig. Aber vielleicht ist es auch nicht mehr. Ja, da hast du mich jetzt schon ermutigt. Ja, und wenn ja, aber wenn ihr beide, vielleicht resultiert das ja, diese neue Sehnsucht, die du da hast, vielleicht resultiert das ja auch etwas aus dem Frust, den du sexuell empfindest im Moment. Das kann sein, ja. So. Und wenn ihr zusammen da irgendeine Lösung findet, die für euch beide zufriedenstellend ist, vielleicht löst sich das Problem mit dem ehemaligen Typ auch. Das denke ich auch. Also ich werde mit meinem Mann nochmal drüber reden und ich denke mal, dass ich das andere sein lassen werde, weil das schlechte Gewissen wird mich zu sehr belasten. Ja, ich finde auch, man darf nicht zu leichtfertig etwas aufs Spiel setzen, was so wertvoll ist. Richtig, das stimmt. Ne, das ist so eine lange Beziehung, wenn du die so positiv schilderst, hat das einen ganz großen Wert. Den darf man nicht einfach nur für ein paar geile und Schmetterlingsstunden riskieren. Ja, das ist wohl wahr. Ja, liebe Elisa, gutes Gelingen bei all dem, was du tust jetzt demnächst. Ja, danke schön. Mach's gut, alles okay, Liebe. Danke. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema So wie ich lebt keiner. Ich möchte mit Menschen sprechen, die irgendwie ganz außergewöhnlich leben, so wie wir alle das vielleicht uns gar nicht erahnen oder noch nie gehört haben, die in ungewöhnlichen Partnerschaften, ungewöhnlichen Lebensgemeinschaften leben, die, wie ich es gerade sagte, vielleicht ohne Geld leben. Oder die, ich hatte mal eine sehr interessante Gesprächspartnerin hier, die nur nachts als Katze und dann auch noch als Katze lebte, die immer nachts in ein Kostüm hineinstieg. Und das war am Anfang vielleicht ein bisschen witzig, als sie das erzählt hat, aber ich habe das sehr ernst genommen und das klang sehr überzeugend, dass sie so für sich ihre Rolle gefunden hat. Also ich möchte mit Menschen, vielleicht, ich sage es jetzt mal nicht, ich meine es nicht beleidigend, mit Freaks sprechen, die eine ganz ungewöhnliche Art haben zu leben. So wie ich lebt
keiner. Das kann natürlich auch jemand sein, der sehr, sehr schwer krank ist, der ans Bett gefesselt ist, der vielleicht nur mit dem Mund noch tippen kann oder telefonieren kann. Dieser Mensch kann natürlich von sich aus aussagen, so wie ich lebe keine oder vermutlich nur ganz wenige Menschen. Also ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und meldet euch am besten schon an unter domian@wdr.de oder ruft dann halt morgen an. Hier ist Jochen. Jochen ist, wie alt ist er? 46. Guten Morgen, Jochen. Morgen, Domian. Hallo Jochen, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ob ich mit einer Lüge ein ganzes Leben weiterleben kann. Oder einen, sagen wir mal, nicht die Wahrheit sagen soll. Das klingt aber schwergewichtig, was dahinter steckt. Ja, und zwar, es handelt sich darum, mein Vater ist am Samstag verstorben. Auch würdevoll im Krankenhaus mit Betreuung und alles, was dazugehört. Ja. Jetzt eine separate Abteilung. Ja. Und ich habe auch im letzten Atemzug alles mitbekommen. Ja. War bis zur letzten Sekunde bei ihm. Und er hat eine Schwester, die er seit 12 Jahren, wo kein Kontakt mehr da ist, durch Streitigkeiten. Mhm. Und ich habe eigentlich einen guten Kontakt zu den Kindern, also meinen Cousin und Cousinen, seit ein paar Jahren, obwohl meine Eltern mir das ziemlich krumm genommen hatten, mein Vater auch. Und jetzt hat meine Mutter und meine Schwester quasi mir verboten, denen das zu sagen, dass der eigene Bruder gestorben ist. Mhm. Und am Donnerstag ist die Beerdigung. Und da bin ich jetzt in so einem Konflikt drin. Soll ich sie anrufen oder nicht? Wie war denn dein, erzähl mir noch etwas Näheres über das Verhältnis deines Vaters zu diesem Verwandtschaftsteil. Also, die hatten eigentlich bis vor 12 Jahren ein gutes Verhältnis so und die haben sie auch da gesehen gehabt bei der Oma oder bei der Mutter soweit. Und wo dann meine Oma gestorben ist, gab es dann einige Streitigkeiten wegen irgendwelcher Erbschaftssachen. Ja, und die waren dann so heftig, die Streitigkeiten, dass... Ja, die waren so heftig, dass da der Kontakt total abgerissen ist. Ja. Hat dein Vater denn, bevor er gestorben ist, oder vielleicht, ich weiß nicht, wie lange war er schwer krank? Er war über ein paar Jahre jetzt ziemlich krank und die letzten 3 Wochen ging ziemlich rapide ab. Ja. Hat er irgendwann dieses Thema nochmal auf den Tisch gelegt? Nein, ich habe ihn auch damit gar nicht belastet oder sonst sowas, gar nichts. Wir hatten selber einige Schwierigkeiten, die aber, sagen wir mal, die letzten paar Wochen, wo noch bei Bewusstsein waren, besprochen worden sind und aus der Welt geräumt sind. Also mit ihm habe ich absolut abgeschlossen. Ja. Aber dieses Thema hat er gar nicht mehr angesprochen. Wie kam es denn, dass du dann Kontakt zu diesen Leuten wieder aufgenommen hast? Aus dem einfachen Grund, weil ich mit ihnen nie in Streitigkeiten gelebt habe. Wir haben uns immer gut verstanden. Und die haben sich auch gefreut, dass ich den Kontakt wieder aufgenommen habe. Das ist dann von dir ausgegangen? Genau. Du hast dann irgendwann angerufen und... Genau. Mhm. Und die haben sich auch gefreut, hat mich auch gefreut. Vom Jahr auch besucht und auch zu meinem Geburtstag und sowas alles. Mhm. Aber es kam nie wieder zu einem Zusammentreffen zwischen deiner Mutter und denen oder deinem Vater und diesen. Gar nichts. Mhm. So, der Konflikt ist jetzt, soll ich sie anrufen? Genau. Und dass sie auch zur Beerdigung kommen? Oder ist der Konflikt, soll ich sie anrufen und nicht anrufen? Genau, nee, das ist der Konflikt, ob ich sie überhaupt anrufen soll. Denn ich weiß ganz genau, wenn ich die jetzt anrufe, würden die wahrscheinlich zur Beerdigung kommen. Weißt du, mir ging gerade so durch den Sinn, Sie wissen ja auch um die ganzen Streitigkeiten. Sie ging denn von diesen Leuten mal in den letzten Jahren eine Initiative aus, den Streit wieder zu beheben? Ja, sie hatten schon mal probiert gehabt, da anzurufen oder mal vorbeizukommen oder sowas, aber es ist keine richtige, sagen wir mal, keine Einigung hat stattgefunden. Es gibt ja Menschen, die immer auf ihr Recht pochen, obwohl sie Unrecht haben, gibt es ja. Würdest du sagen, dass deine Eltern so sind oder waren? Meine Eltern nicht. Meine Eltern nicht, mein Vater in der Richtung. Ah, ja. Die musste man irgendwie so akzeptieren. Und manchmal, wie man so schön sagt, eine Faust in die Tasche machen. Ja, das sind immer so Probleme, wenn jemand verstorben ist. Ja. Wie macht man es jetzt? Wie macht man, man soll es nicht allen recht machen und man will es richtig machen. Genau, man will es auf jeden Fall richtig machen. Man will die eine Seite nicht enttäuschen und die andere dann... Für deine Mutter wäre das unangenehm, wenn die Leute auftauchen würden. Ja.
Dein Vater würde es auch nicht wollen? Nein, auch nicht. So, dann ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Also gar nicht Bescheid sagen? Nein, ich würde versuchen, ich frage dich, ob das möglich ist. Ich kann das ja nicht einschätzen, wie die Leute sind. Ich meine, du hast Kontakt mit denen regelmäßig gehabt die letzte Zeit. Ja. Wie wäre es, wenn du sie anrufst und sagst, der Vater ist gestorben, so und so? Aber aufgrund der Verhältnisse, wie sie nun mal so sind, fände ich es gut, wenn ihr nicht zur Beerdigung kämt. Kannst du das denen so sagen? Könnte ich, aber die Reaktion, ob sie dann vielleicht doch nicht kommen, das weiß ich nicht. Achso, du hältst es für möglich, dass sie... Dass sie anrufen oder sowas. Dass sie dennoch irgendwas tun. Genau. Dann gäbe es vielleicht die andere Möglichkeit, dass du die Beerdigung erst geschehen lässt und sie dann anrufst. Und dann erst anrufen. Ja. Also ich würde, es ist für deine Mutter schon ein schlimmer Tag ohnegleichen, die Beerdigung. Und Beerdigungen haben es ja öfters an sich, dass sich dann schon Menschen zusammenschließen, die gar nicht viel miteinander zu tun haben oder die sich sogar Feind sind. Das heißt, sowas sollte man, soweit es irgend möglich geht, vermeiden. Mute deiner Mutter das nicht zu, dass die Leute auftauchen. Es ist auch jetzt egal, wer da Recht oder Unrecht hat. Es ist für ihr Gefühl nicht gut. Dein Vater würde es nicht wollen, also ist es eigentlich somit sowieso schon sonnenklar, dass sie nicht dort auftauchen. Also dann erst nach der Beerdigung? Dann würde ich es nach der Beerdigung machen. Wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, dass sie... Nicht. Ja, bist du nicht. Bin ich nicht. Ja, ich würde es nach der Beerdigung dann machen. Raten, aber wir wahrscheinlich auch jetzt nicht wahrscheinlich so hundertprozentig dran halten. Also mein Beileid nochmal, Jochen, ich habe es gerade nicht sagen können. Wie ist es denn jetzt für dich, dass dein Vater verstorben ist? Also ich komme eigentlich gut mit der Sache, ziemlich klar, weil ich ja auch mit ihm, wo er noch vor 2-3 Wochen einige Sachen geklärt, eigentlich schon seit längerem geklärt sein hätte sollen, haben uns ausgesprochen und sowas alles noch. Und also ich komme ziemlich gut damit klar. Wie alt ist dein Vater geworden? Der ist 74 geworden. 74. Eigentlich noch viel zu früh. Ja. Aber und an was ist er verstorben? An Prostatakrebs. Oh ja. Das ist ja also schlimm. An den wirklich, wo der Krebs ganz langsam nach unten, von unten nach oben wandert und alle Organe in dem Sinne befallen waren. Und auch nichts mehr zu machen war. Und das ging rapide, also hätte ich nicht gedacht, dass innerhalb von 24 Stunden ein Mensch so schnell abbauen kann. Weil er da einen Tag vorher noch wunderbar mit einem geredet hat und alles. Und er ist in Koma gefallen. Also wichtig ist, wenn du sagst, dass du mit ihm alles hast besprechen können, was nötig war. Ja, du hast ihm das letzte Geleit quasi auch gegeben und du warst bei ihm. Das ist ja schon mal sehr viel wert und sehr gut. Ist es auch, das ist es auch. Und was das jetzt, wie gesagt, im Nachhinein kann sein, dass dann vielleicht meine Cousine oder Cousin oder meine Tante genau wissen wollen, wie das so alles abgelaufen ist, kann ich dir halt dann am besten erzählen. Das kannst du dann machen, genau. Finde ich auch, ja. Da kann ich ja auch. Ja. Und im Nachhinein können sie ja immer sich noch eine Karte oder irgendeine Beileidskarte ja auch schicken. Genau, ganz genau. Okay. Ich wünsche alles Gute und komme gut durch die Zeit, Jochen. Alles die nächste klar, Zeit. Jo. Alles Gute, auf Wiederhören. Jo, danke, Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Claudia ist 19. Guten Morgen. Hallo Claudia. Hallo. Hallo Claudia. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich seit längerer Zeit ziemlich krank bin und eben nicht weiß, wie es noch weitergeht. Seit längerer Zeit schon sehr krank bist? Ja. Was für eine Krankheit hast du? Ich habe eine Polyneuropathie, das ist eine Nervenerkrankung, wo sich die Nerven selbst zerstören. Wie lange hast du es schon? Ich weiß es jetzt seit ein bisschen mehr wie ein Jahr, aber die ersten Symptome schon 2004 gehabt. Ja, was waren das für erste Symptome? Ich habe eine Sehnerventzündung erlitten und dadurch auf dem rechten Auge nichts mehr gesehen. Und es ist zwar Augenlicht zurückgekommen, aber nicht viel. Ja. Und hat man das dann direkt diagnostiziert, diese Krankheit, oder hast du lange suchen müssen und von Arzt zu Arzt gehen müssen? Es war viel, dass wir von Arzt zu Arzt gehen mussten, allein wegen des Alters. Ja. Man hat immer gesagt, in dem Alter so krank, das ist ganz selten und man hat es nicht so gern. Ja. Und bin dann auch lange Zeit in psychologischer Behandlung gewesen, weil man mir gesagt hat, es könnte psychisch sein. Wie lange hat es gedauert, bis man dann raus hatte, was es ist?
Über ein Jahr. Über ein Jahr. Ja. Wie geht es dir denn heute? Wie ist dein körperlicher Zustand zurzeit? Ich sitze im Rollstuhl, kann die rechte Seite kaum nutzen und bin auf dem rechten Ohr auch taub und dadurch ist alles sehr eingeschränkt. Ist das eine dieser vielen schlimmen Erkrankungen, wo man sagt, man kann eigentlich gar nichts machen, man kann es vielleicht ein bisschen stoppen, aber eigentlich kann man nichts Therapeutisches unternehmen? Genau, man kann die Symptome, die auftreten, wie Schmerzen und dergleichen, kann man behandeln, aber die Krankheit aufhalten oder stoppen, das geht gar nicht. Ist das eine genetische Erkrankung? Es ist unterschiedlich. Es gibt mehrere Auslöser und bei mir ist es höchstwahrscheinlich ein Zeckenbiss gewesen. Ein Zeckenbiss? Ja. Ach. Du sagtest gerade, dass man die Schmerzen behandeln kann. Ich stelle es mir äußerst schmerzhaft vor, wenn im ganzen Körper die Nerven werden zerstört. Ja, durch Entzündungen zerstören die sich selber. Die bauen sich nicht wieder auf. Und Nerven, das wissen wir alle, wo irgendwo Nerv ist, tut es sofort weh. Das heißt, wenn Nerven sich selbst zerstören müssen und das am ganzen Körper der Fall ist, müssen das doch höllische Schmerzen sein. Das sind auch höllische Schmerzen. Mittlerweile nehme ich Opiate. Und ja, dadurch ist die Lebensqualität auch ein ganzes Stück noch eingeschränkt. Ich habe Tage, wo ich gar nicht aus dem Bett komme. Und ja, allein auch der Freundeskreis hat es damals nicht verstanden. Ja. Das wollte ich dich gerade fragen. Du bist erst 19 Jahre alt. Als es anfing, warst du ein ganz normales, junges Mädel und hast wahrscheinlich das gemacht, was alle so machen. Genau. Und plötzlich kam diese schwere Krankheit, die dich dann so umgehauen hat. Wer ist von deinen alten Freunden noch bei dir? Oder wie viele von deinen alten Freunden sind noch bei dir? Gar keine mehr. Gar keine mehr? Gar keine mehr. Das heißt, du lebst eigentlich ziemlich einsam. Ja. Lebst du noch bei deinen Eltern? Ich lebe noch bei meinen Eltern, bin allerdings unter der Woche, dadurch, dass ich gerne meine Schulbildung erweitern möchte, in einer körperbehinderten Schule untergebracht im Internat. Ach so. Und das funktioniert noch so? Du kannst noch dann, wenn auch in einer körperbehinderten Schule, aber immerhin kannst du noch lernen? Das schaffst du noch? Es ist sehr schwer, aber es funktioniert zum Glück noch. Ja. Wie ist denn die bezogen auf die Erkrankung, die Prognose oder so, wie sind die Zukunftsaussichten? Was sagen dir die Ärzte, die dir die Wahrheit sagen? Es heißt, dass auf alle Fälle noch einiges an Ausfallerscheinungen mehr dazukommt und die Erkrankung letztendlich zum Tode führt. Über einen absehbaren Zeitraum oder kann man auch mit der Erkrankung, wenn auch mit vielen Beschwernissen, durchaus alt werden? Nein, man sagt, die Lebenserwartung ist nach Ausbruch der Krankheit allerhöchstens 20 Jahre. Wie gehst du damit um, dass du in deinem jungen Alter so einen Schicksalsschlag hast jetzt erleiden müssen? Wie empfindest du das? Es ist sehr schwer. Und gut, ich habe jetzt sehr viel Halt in der Familie gefunden. Aber ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, komplett abgerutscht. Was ich auch toll finde, muss ich gleich sagen, ist dein offenbar starker Wille, die Schule weiterzuführen. Wenn auch unter komplizierteren Umständen als früher, aber du willst es. Ja, das ist das Einzige, was mir im Moment bleibt, was ich wirklich tun kann. Ja. Hast du da ein Ziel, wo du gerne hin möchtest? Ich möchte gern bis zum Abitur und dann schauen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt zu studieren. Das finde ich ganz toll und auch wichtig, wenn man sowas vor Augen hat und auf etwas hinarbeitet, vor allen Dingen, wenn es einem so sehr schlecht geht. Das gibt einem Halt und gibt einem auch ein gutes Erfolgsgefühl, wenn man da wieder einen Schritt weitergekommen ist. Genau. Hast du denn in dieser Schule, in der du da bist, in dem Internat, nicht Freundschaften knüpfen können? Mittlerweile ja, weil ein bisschen sind die Leute sind alle behindert, die dort sind. Ja. Und die haben auch ein Stück Leid miterlebt und wissen, wie es ist. Ja. Die stehen nicht ganz außerhalb und wissen damit überhaupt nicht umzugehen. Dass dich alle deine Freunde verlassen haben von früher, das muss dich doch sehr, sehr, sehr umgehauen haben und dir sehr wehgetan haben. Das war auch verdammt schwer, vor allem, weil ich Freunde hatte, die ich schon über 7 Jahre kannte. Und wenn die dann weg sind, wahrscheinlich so nach und nach, sind sie einfach nicht mehr aufgetaucht. Genau. Liebe Claudia, meine Sendung ist gleich rum.
Aber wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Okay. Dann legst du auf und wir melden uns gleich wieder.